Und gleich, das ist nämlich die nächste Kontrollstelle, die ist gar nicht mehr da. Das haben wir beim letzten Mal schon erfahren. Jo. Ansonsten kennen wir den Weg von der Nummer 2. Und das kam mir auch gerade mit der Brücke schon so bekannt vor. Ja. Das ist hier wieder so eine Ecke, die mir wieder so verflucht bekannt vorkommt. Und zwar, da hinten runter steht irgendwo die Kontrolle, die eigentlich an der gerade genannten Stelle da oben hängt, auch eine 2. Und wir sind letztes Mal von da gekommen. Das heißt also, wir gehen jetzt eigentlich in die zurück, die 2 in die andere Richtung. Seht ihr es? So, dieses ist wieder so eine schöne lange Rennstrecke. Das sind wieder so Sachen, die mich jetzt faszinieren. Da ist doch eine Brücke. Das Holzbohlen. Das geht hier mitten in den Wald hinein. Moin. Jo. Und wir sind nicht allein. An der Zeit hier Pause zu machen. Das ist Knotenpunkt 3. Wie auch immer das mit den Knotenpunkten funktioniert, das habe ich so ganz noch nicht verstanden. So, und wir sind bei Kilometer 743 gemäß Taxameter. Also 7,5, die Strecke soll 12 Kilometer lang sein. Ja, dann ist das jetzt gut die Hälfte. Es tut manchmal richtig gut, so ein paar Minuten Pause zu machen. Einfach zu sitzen, selbst wenn man eigentlich nichts dabei hat, was man essen oder trinken könnte. Hier, wir sind auf dem Weg 6, das war auch bekannt. Der biegt rechts ab und hier ist das erste Mal, dass die Zahl 9 seit Ewigkeiten mal wieder auftaucht. Wo die jetzt herkommt, aber 9 ist auch noch nicht dran. So, da ist die Bürgermeister Osterstroh, Osterlohstraße. Da ist der Büppler Krug und da müsste jetzt irgendwo auch eine Zahl draußen dran stehen. Auf jeden Fall schon mal Wasser. Da steht sie im Schaufenster. So, hier heißt es am Wasserturm nach rechts, ein Pfad nimmt uns auf, der uns neben dem Wasserturm an die Oldenburger Straße bringt. Ja, ich weiß nicht, ich habe so meine Probleme, hier so irgendwie sowas wie ein Pfad zu erkennen. Da ist Rasen, das könnte allenfalls hier oben sein. Aber auch hier ist, wenn ihr mich fragt, erstmal Wildnis. Also, da ist ein Zaun. Und hier ins Unterholz. Ja, auf alle Fälle hört man da hinten eine Straße, also völlig verkehrt kann das hier nicht sein. Halleluja! Mein lieber IVV, hier noch einen Weg zu erkennen,
Das ist aber nun wirklich, ja gut, da ist der Bord schon abgesägt. Ja, das ist wirklich ein kleiner Durchweg. Also ich bin ja gerade auf der anderen Seite des Zaunes durchs Unterholz. Wenn man das mal von der anderen Seite angeht. Die Tour ist ja jetzt gleich sowieso zu Ende. Viel schief gehen kann jetzt nicht mehr. Auf diesen paar Meter kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich will ja jetzt mal wissen, was ich gerade wohl wieder verkehrt gemacht habe. Dieser Pfad war gemeint, es war schon der gemeint. Ah, guck mal da. So, gekommen bin ich von hier. Und da bin ich geradeaus weiter hinten zum Wendehammer gegangen. Und da ist rechts der Pfad. Ja, ja, also gut. Ja. Ja. So hätte es eigentlich aussehen sollen. Ist jetzt so eine Sache. Ich habe ja manches Mal einen Riecher gehabt und sehr häufig auch solche Wege gefunden. Auch auf dem E1 gab es ja immer wieder solche kleinen Neckigkeiten, Nettigkeiten der Wegausschilderung. Es geht halt oftmals auch einfach nicht anders. Und da ist ja jetzt auch wirklich nichts Schlimmes passiert. Wieder ein Schild 6 geradeaus. Diese folgen wir nach links und herein. Das Schild da verstehe ich nun auch nicht. Da war gerade ein Wegweiser für 6 geradeaus. Aber eigentlich müssen wir hier rechts ab. Zumindest nach der Wegbeschreibung müssen wir hier rechts ab. Ja, wer da gucken will, da hinten geht ein Weg rein, aber vorne ist die Essotankstelle. Da steht das Auto. Haben wir wieder 2 Touren fertig. Dann sind wir jetzt bei Tour 6 durch. Technische Daten vom Taxameter. Es waren 12,7 Kilometer. Gut, das war ja mit dem Weg, da bin ich ja ein paar Mal hin und her. Also 12 Kilometer passt ganz gut. 2,5 Stunden in Bewegung und eine gute halbe Stunde Pause. Also Durchschnittsgeschwindigkeit ist immer noch 5 km/h. Etwas weniger, 4,5 eigentlich, ja, je nachdem, wie man da misst und tut.